Und damit willkommen zurück bei Black Mirror. Black Mirror. Das letzte Mal waren wir im Steinkreis gewesen, haben dort den Tatort untersucht, wo Vic gefunden wurde, haben ein Taschentuch entdeckt, oder ein Tuch, und ja, wollten dann weitersuchen. Victoria lässt sich nicht mit sich reden. Ich habe mal rumgeguckt und festgestellt, ja, es gab dort diesen Briefkasten. Bisher war da nichts drin. Da ist ein Brief. Vielleicht hat Bates vergessen, ihn mitzunehmen. Ich stecke ihn ein. Hätte nicht irgendwie so ein Brief, den ich raushängen Lieber können. Vater, hoffentlich erreicht mein Brief deine Hoffentlich erreicht mein Brief deine Hände. Ich kann es nicht ertragen, an diesem schrecklichen Ort eingesperrt zu sein und habe deswegen beschlossen, das zu tun, was ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Ich werde dir alles erklären, wenn wir uns an unserer Stelle treffen. Ich weiß, dass du verstehen wirst. James. Vater, also ist James Williams Sohn. Warum hat mir das Victoria nicht früher gesagt? Ich denke, damit können wir Victoria mal zur Rede stellen. Du altes Weibsbild, sprich mit uns. So, Victoria. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Ich mache mir Sorgen um Robert. Ich teile deine Sorge. Ich habe vor einigen Minuten mit der Oberschwester des Sanatoriums gesprochen. Sie hat überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Ich habe Angst, Samuel. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Robert geht es bestimmt gut. Unterschätzt das nicht, Samuel. Er ist mein ältester Sohn. Wenn er nicht mehr da ist, habe ich außer dir niemanden mehr. Ich bin davon überzeugt, dass ihm nichts fehlt. Es wird sich bald alles von alleine klären. Ich hoffe, du hast recht. Ich kann nicht länger in Ungewissheit warten. Wir müssen etwas unternehmen. Ich möchte, dass du nach Ashbury fährst und dich dort erkundigst. Hier tappen wir völlig im Dunkeln und ich habe sonst niemanden, den ich schicken kann. Machst du das für mich, Samuel? Natürlich, ich breche gleich auf. Nein, geh bitte nicht mitten in der Nacht. Es ist besser, wenn du dich morgen auf den Weg machst. Mir macht es nichts aus, nachts unterwegs zu sein. Es wäre das Beste, wenn ich so bald wie möglich aufbreche. Bist du sicher? Je eher ich etwas herausbekomme, desto besser. Sonst habe ich noch Also gut. Visionen, jemand stirbt. Aber pass bitte gut auf dich auf, Samuel. Mach dir keine Sorgen. Ich muss nach Ashbury fahren und herausfinden, was passiert ist. Ich finde es vor allem cool, die Tür ist zu. Wir wollen nicht mit dir reden. Wir machen sie einmal auf. Und sie sagt, ja, du kannst keinen stören. Und dann sagt sie sofort, du musst los. Warum ist sie nicht davor auf uns zugegangen? Victoria, ich habe einen Brief gefunden, den James an William geschrieben hat. Er redet ihn an mit lieber Vater. Also, wer ist James tatsächlich? Oh, nun, jetzt spielt es ja doch keine Rolle mehr. Es stimmt, Samuel. James ist Williams unehelicher Sohn. Ich konnte es dir nicht vorher sagen, als du mir das Bild gezeigt hast. Ich wollte nicht, dass jemand davon erfährt. Dieses Geheimnis muss mit William zusammen begraben werden. Ich verstehe. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Finde ich schon relativ seltsam. Warum, nur weil er unehelich ist, wird er jetzt so geheim gehalten? Na gut, wahrscheinlich auch, weil er etwas verrückt war. Zumindest laut den Aussagen. Oh, wir können zu Ashbury Sanatorium. Oh ja, Sanatorien. Ich machte mich auf den Weg nach Ashbury, um herauszufinden, warum Robert noch nicht zurückgekehrt war. Dort musste jemand etwas über seinen Verbleib wissen. Er ist überhaupt angekommen, ist Das die Frage. Ashbury Ah, doch, stimmt. Sanatorium, Er stimmt, der er ist Ort des gereist. So Jammers, war's. wie William es früher nannte. Sind wir da? Oh, das Licht ist ausgegangen. War es nicht oben gerade Licht gewesen? Muss ich da mal. Doch, hier. Das Blinkzeichen. Sollen wir Morsecode verstehen? Ne, ist zu langsam. Was haben wir denn? Wir haben ein Tor. Wir haben ein Tor. Wir haben. Den Bischofrand. Das Haupttor ist.
Na dann, Tür klingeln. Hallo? Ich weiß, es ist schon sehr spät, aber können Sie mich reinlassen? Ich möchte einen der Patienten besuchen. Tut mir leid. Um diese Zeit erlauben wir keinen Besuch. Kommen Sie wieder zu den normalen Besuchszeiten. Oh, junge Frau, morgen ist es zu spät. Bitte lassen Sie mich herein, dann erkläre ich alles. Oh, sind Sie Arzt? Nein, bin ich nicht. Wen wollen Sie denn besuchen, mitten in der Nacht? Ich bin wegen Robert Gordon hier. Er leitet das Sanatorium. Ja, ich weiß schon, wer das Sanatorium leitet. Mr. Samuel Gordon. Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, Mr. Gordon. Wenn Sie den Summer hören, drücken Sie das Tor auf und gehen Sie geradeaus auf den Haupteingang zu. Ich erwarte Sie in der Eingangshalle. Danke. Muss doch gar nicht klicken. Schaut, man muss genau danach klicken. Nein, bleib draußen. Zum Blut. Danke, dass Sie mich reingelassen haben. Naja, ich hätte Sie nicht hereingelassen, wenn Sie nicht mit dem Chefarzt verwandt wären. Ja, tatsächlich bin ich seinetwegen hier. Sehen Sie, er hat sich seit einigen Tagen nicht mehr gemeldet und ich hatte gehofft, dass Sie etwas wissen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Er hat das Sanatorium vorgestern verlassen, am späten Abend, und war seitdem nicht mehr hier. Sind Sie sicher? Natürlich, ich hatte jeden Tag Dienst. Um welche Uhrzeit ging er? Um Mitternacht, glaube ich. Er geht immer ziemlich spät. In letzter Zeit hat er viel zu tun gehabt. Hat er erwähnt, wohin er wollte? Oder hat er irgendetwas Ungewöhnliches gesagt? Nein. Nein, ich wüsste nicht, dass er etwas Ungewöhnliches gesagt hätte. Er war nur sehr müde, hat sich verabschiedet und ging. Kennen Sie diese Person? Ich möchte einen Patienten namens James besuchen. Können Sie mich zu seiner Zelle begleiten? Nein, das ist nicht möglich, Mr. Gordon. Sie wollen mich nicht zu ihm lassen? Da müssen Sie schon alleine einschleichen. Leider können Sie ihn nicht besuchen, ganz gleich, was ich will oder nicht will. Ich verstehe nicht. Wissen Sie es nicht? James ist vorgestern Nacht ausgebrochen. Ich dachte, Sie wüssten das. Nein, wusste ich nicht. Wie ist er entkommen? Er ist wohl in die Kanalisation unter dem Gebäude gelangt. Ich hätte mir denken können, dass er so etwas macht. Warum? Hat er Ihnen etwas gesagt? Ja, ich habe am Tag davor mit ihm gesprochen. Er kam mir noch ängstlicher vor als sonst. Aber da ist noch etwas. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann. Es ist eine heikle Angelegenheit. Kein Problem. Sagen Sie es bitte. Es könnte wichtig sein. Sprich anders. Vielleicht bringt es etwas Licht in die Sache mit Robert. Glauben Sie, es hat etwas damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie mir bitte, was Sie wissen. In Ordnung. Wie gesagt, James war noch ängstlicher als sonst. Es war schwer zu verstehen, was er mir sagen wollte. Aber er sprach von dem Chefarzt. Er meinte, er würde etwas Wichtiges wissen, aber niemandem erzählen können. Hat er gesagt, was es war? Nein, mir war, als ob er Angst davor hatte, darüber zu reden. Er fragte mich ständig, ob ich nicht mit einem der Ärzte sprechen könnte, damit er entlassen wird. Aber er betonte, dass ich es nicht dem Chefarzt sagen solle. Er wirkte völlig verzweifelt, also versprach ich ihm zu helfen. Was passierte dann? Nun, James neigt zwar zu Depressionen, aber ich würde nicht sagen, dass er gefährlich ist. Ich kenne ihn jetzt seit Jahren und meistens hat er sich problemlos verhalten. Also ging ich zum Chefarzt und bat um eine Ausgangserlaubnis für James. Aber Sie sagten doch, er wollte nicht, dass Robert davon erfährt. Das musste ich versprechen. Chefarzt aber ohne Unterschrift des Chefarztes darf kein Patient das Sanatorium verlassen. Er war aber anderer Meinung und hat seinen Standpunkt vehement verteidigt. Mir kam es etwas seltsam vor, dass er so unnachgiebig war, meine ich. Haben Sie danach mit James gesprochen? Nein. Ich wollte ihn nicht noch mehr aus der Fassung bringen. Und am nächsten Tag ist er geflohen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, warum er es plötzlich so eilig hatte, rauszukommen. Sie waren mir eine große Hilfe. Danke. Warum wollte James auf einmal so dringend nach Hause? Und warum hat es Robert ihm nicht erlaubt, zum Schloss zurückzukehren? Ich habe das Gefühl, diese Dinge stehen irgendwie miteinander im Zusammenhang. Das war alles. Danke. Soll ich nicht fragen, wie wir hergekommen sind? Ich meine, sind wir hierher gelaufen? Jetzt muss die Frage, hat er hier ein Auto eigentlich? Wie kommt er von A nach B? Die Kutsche steht ja immer noch dabei. Die Fortbewegung ist hier relativ interessant. Er führt sauberes Wasser. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Das Wasser ist... Okay, wir können damit irgendwas kühlen, später. Das hier oben stört mich, aber ist klar, es ist eine Maserung, aber so stark rot, soll das nicht immer so abwechselnd sein, ein bisschen? So, Schrank, wie sieht eine junge Frau. Aus? Sie sieht nett aus. Oh, oh Gott, sie sieht nett aus.
So, da dürfen wir bestimmt nicht hin. Da geht es zu den Zellen der Patienten. Nachts darf da niemand hin. Die Schwester lässt mich um diese Uhrzeit nicht zu den Zellen. Ich muss einen anderen Weg finden, reinzukommen. Ich will in James' Zimmer, nehme ich an. Oder will ich ins Chefzimmer von Robert. Das sind zwei Sachen. Ich darf nicht aufmachen. Sie würde mich sehen. Da schleich von hinten an, schlag sie K.O. und dann mach's. Ach so, falsches Spiel. Falsches Spiel, stimmt. Ich will nicht im Müll wühlen. Das meiste davon ist Altpapier. Mhm. So einer bist du. Gut, dann, wir wissen nicht, was wir kühlen sollen, wie wir die ablenken, vielleicht können wir was reinwerfen, was Dampf erzeugt, sie rennen draußen, in dem Moment können wir dorthin gehen oder sowas. Wir gucken uns mal die Umgebung. Furchtbares Wetter. Ja, du lässt uns hier rum. Ist das wichtig? Nee. So. Ach so, Kanalisation. Schacht. Ein Schacht? Vielleicht vom Belüftungssystem des Gebäudes. Okay, beachtest du nicht weiter? Um das Gebäude gehen. Ich glaube, das geht ganz gut. Ne, wir gucken uns das von der anderen Seite an. Hier kommen wir zum Tor, also gehen wir zurück. Dann gehen wir hier nach rechts. Ja, genau, wir gehen nach rechts, von ihm aus gesehen. Mhm. So, was haben wir hier? Abfall. Verrotteter Abfall. Sinnlos, sich damit zu befassen. Das weißt du nie vorher. In Müll finden manchmal auch irgendwelche Kuriositäten und teure Sachen. Ein paar Bierflaschen, alte Behälter und rostige Dosen. Bloß Müll. Eine Spritze. Sieht recht sauber aus. Er will normalen Abfall nicht durchwühlen, nimmt aber eine Spritze aus dem Abfall mit, wo irgendetwas gespritzt wurde. In irgendjemanden, der irgendetwas hatte. Ein paar Flaschen Bier. Die Etiketten sind noch nicht feucht. Die Flaschen stehen erst seit kurzem da. Na komm, Starkbier. Stark. Rechtlich, ich sag's nur. Nichts. Ach, Sanatorium hat einen Friedhof. Ein Kohleneimer. Er ist leer. Dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mich mit. Ein feuchter Kohlehaufen. In einem kräftigen Feuer würden sie immer noch gut brennen. Man darf mich gerne korrigieren. Aber die Kohlenhaufen, die ich kenne, sind meistens irgendwo, wo es erstens trocken ist. Also nicht nur erstens, sondern vor allem trocken ist. Was draußen an der Luft selten der Fall ist, muss ich sagen. Aber hey. Sie ist schmutzig, aber nicht kaputt. Okay. Oh, wie lange gehst du die Treppen runter? So klasse oder was? Wer zum Teufel ist da? Der Hausmeister. Schwester, sind Sie das schon wieder? Oh ja. Ich heize schon Schwester. Ordentlich. Keine Sorge. Keiner von Ihren Bekloppten muss frieren. Der Kessel läuft volle Pulle. Nun lassen Sie mich in Frieden. Hier ist Samuel Gordon. Würden Sie die Tür aufmachen? Wer? Wow. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ja? Was wollen Sie von mir? Mein Onkel Robert leitet diese Institution. Können Sie mich reinlassen? Mir ist es völlig wurscht, wer diese Irrenanstalt leitet. Ich gehöre nicht zu den Ärzten und ich muss nicht auf den alten Gordon hören. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe und kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Na schön, aber beantworten Sie mir bitte ein paar Fragen. Dann bin ich schon weg. Na gut, okay. Was wollen Sie? Ich habe entweder ein Ego erwartet oder so einen Schrank. Es ist ein Schrank geworden. Es scheint da drinnen sehr heiß zu sein. Heizen Sie mit voller Kraft? Es geht nicht anders bei dem Wetter. Ich sitze Tag und Nacht hier in dieser schrecklichen Hitze. Aber Sie könnten es doch ein bisschen herunterdrehen, oder? Geht nicht. Die haben gerade einen neuen Thermostat eingebaut. Der regelt die richtige Temperatur automatisch. Wenn er für mich auch noch das Schaufeln der Kohle übernehmen würde, hätte ich eine Sorge weniger. Und eins, warum weniger. Lassen Sie nicht einfach die Tür offen stehen? Tja, das ist ein anderes Problem. Luftzug? Ich will nicht, dass mir die Schwester nachspioniert.
Ab und zu kommt sie hier vorbei, um nachzusehen, ob ich im Dienst schlafe oder so. Wenn die Tür zu ist, kann ich mich jederzeit mit einem Bier abkühlen. Verstehe. Soll ich ein kühles Bier besorgen? Wie ich sehe, haben Sie eine Menge Bier da stehen. Was wäre, wenn die Schwester die Flaschen sehen würde? Das wäre nicht schlimm. Draußen kann sie sie ruhig sehen. Solange sie mich nicht mit einer Flasche in der Hand erwischt, hat sie keinen Grund, sich zu beschweren. Man muss nur lernen, mit dem Fuß die Flasche zu halten. Ich habe sie nicht in der Hand gehalten, die Flasche, als ich sie getrunken habe. Was wissen Sie über den entlaufenen Patienten? Es gab eine Menge Aufregung hier, als der abgehauen ist. Keine Ahnung, warum die so viel Theater machen wegen so einem Bekloppten. Bekloppt. Wir machen mal eine negative Antwort. Dieser Bekloppte ist zufällig mein Verwandter. Also sollten Sie lieber Ihre Beleidigungen für sich behalten. Ich möchte auch wetten, dass er das ganze Alphabet kann. Im Gegensatz zu Ihnen. Hey, immer mit der Ruhe, ja? Ich konnte doch nicht wissen, dass er Ihr Verwandter ist. Der Grund, weshalb ich frage, Sie kennen sich hier gut aus, oder? Klar, ich arbeite schon seit Jahren hier. Wenn Sie fliehen wollten, wie würden Sie das anstellen? Also hören Sie, das ist aber eine komische Frage. Sie sind doch kein Inspektor oder sowas. Glauben Sie etwa, dass man um Mitternacht eine Inspektion durchführt? Also, wie entkommt man am leichtesten aus einer verriegelten Zelle? Tja, keine Ahnung, warum Sie das interessiert, aber ich glaube, es gibt keinen leichten Weg. Vielleicht von der Halle aus in die Kanalisation unter dem Gebäude. Ansonsten wüsste ich nichts. Wenn man so weit käme, wäre alles andere kein großes Problem. Das ist mir doch schon die Kanalisation. In der Kanalisation gibt's viele Ausgänge, die nicht bewacht werden. Warum fragen Sie eigentlich? Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Gut. Ich muss die Zelle von innen sehen. Wenn eine Flucht unmöglich ist, wie alle behaupten, wie konnte James ohne Hilfe entkommen? Oder hat Robert. Aber wer könnte ihm geholfen haben? Diese Schwester vielleicht? Oder Robert selbst? Roberts Verschwinden hängt bestimmt irgendwie mit James zusammen. Ich vermute, Robert hat spitz gekriegt, dass da irgendwas zur Zeit schief läuft, dass da auch Familienmitglieder von Gordon oder nahe bekannte Mitarbeiter halt Jagd gemacht wird. Und er wusste, dass James dort ist und wollte ihm irgendwie helfen. Ich frage, ob James die Hilfe so angenommen hat, wie er sollte, oder die halt falsch verstanden hat. Das weiß ich jetzt nicht, wie klar er ist im Geist. Haben Sie Dr. Gordon in letzter Zeit gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich bin hier für mich. Hierher kommt sowieso keiner, abgesehen von der Oberschwester. Gordon habe ich vor ungefähr einem Monat das letzte Mal gesehen. Ja, letzten Monat. Es war ein Donnerstag, glaube ich. Danach nicht mehr. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wären sein Neffe, oder? Jo. Ja, habe ich. Na ja, dann müssten Sie doch eigentlich wissen, wo der steckt. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Ich habe auch Tanten, wo ich jetzt in diesem Moment nicht weiß, wo sie sich gerade befinden. Das ist eine Aussage. Jetzt hätten alle Verwandte untereinander GPS-Signal. Und Sender. Starkbier. Das hast du vorhin schon gesagt, kannst du da jetzt mit... Ach so, können wir vielleicht in den Starkbier irgendwas reinpunschen, damit der schläfrig wird? Ist das die Idee dahinter? Moment, was sind das hier? Medikamente? Nee. Ja, war das Säure. Das Blut war schon wichtig. Die Säure auch noch interessant. Na gut, gehen wir mal zum Friedhof, wenn hier nichts mehr... Achso, nee, Moment. Ah, kleines Fenster. Seht ihr, schon wieder hätte ich Mist gemacht. Ich werfe einen Blick hinein. Die mittlere Stange scheint lose zu sein. Vielleicht kann ich sie irgendwie rausziehen. Sie bewegt sich nicht. Er sitzt fest im... Ich lasse den Mörtel ringsrum abmachen. Die Schraube ist um. Aber den Mörtel kann man doch hier mit den schon aushebeln. Säure. Irgendwas warm machen. Haben wir nur den Ziegelstein oder haben wir auch den Mörtel oder irgendwas in der Nähe?
Rechter Mausklick. Rechter Mausklick. Ich kann ihn nicht mit... Okay, da brauchen wir so irgendwas Spitzes wahrscheinlich. Was ist zu laut eigentlich? Ich finde das Säure eigentlich ganz cool mit dem Messer. Okay, da hören wir auf jeden Fall, wie er da was macht. Also, immer die Ofenklappe auf, Kohlen rein. Na gut, Friedhof. Alle, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums gestorben sind, liegen hier begraben. Ein trübseliger Ort. Na, vor allem hier ist auch Sumpfgebiet scheinbar, sonst wären die Grabsteine nicht alle so eingesackt. Hinterteil des Friedhofs. Ja, es ist ein sehr schöner Ort, vor allem wenn man nachts losgeht. Von einem Sanatorium der Friedhof. Okay, kleine... Moment, Entschuldigung. Wenn man nachts zu einem Sanatorium und dessen Friedhof geht, während es regnet und blitzt. Genau. Dann springt man freudestrahlend hier umher und erfreut sich an allen möglichen Dingen, wie zum Beispiel an diesem Grabmal. Es schützt ein paar flackernde Kerzen vor dem Regen. Grabmal ist ja eigentlich auch eine Aufforderung. Egal. So. Die Ruhestätte eines Adligen. Das Gitter ist im Stein verankert. Ich sehe kein Schloss. Ich hab Säure. Ich weiß nicht warum. Das Gitter lässt sich... Warum redest du gerade von Adligen? Halt, warum ist hier ein Adliger Sanatoriumsplatz? Na gut, okay. Das ist auch Adlige können verrückt werden. Das sind nicht nur die Pöbel. Stimmt. Es trägt keinen Namen. Oh mein Gott, ein Grab ohne Namen. Die Eisentüren haben keine Schlösser. Niemand kann... Dumm, hab ich weitergekriegt. Muss ich da mal gucken. Ich glaube, hinein... niemand kann es öffnen. Irgendwie sowas. Das ist auch seltsam. Türen, keine Schlösser. Puh. Zur Mitte des Friedhofs? Ich weiß gerade nicht hier... Also zur Zeit ist das noch nicht sehr aussagekräftig, aber wir überhaupt auf den Friedhof kommen, ist das schon mal irgendwie... Moment, lag da was? Sehe ich das gerade beim zweiten hin mal hingucken? Ist das relevant hier? Nee. So. Die haben von Kanalisation schon mehrfach geredet, weil ich soll mir jetzt wirklich mal die Kanalisation... Ja, ist ja gut. Aufsuchen. So, der Müll wird nicht weiter thematisiert. Die Tür auch nicht. Wir brauchen irgendwas Spitzes. Scheinbar hilft uns ja unser Turmmesser nicht wirklich weiter. Das Fenster ist auch nicht so, dass wir es entdecken können. Dann kämen wir schon wieder raus. Also irgendwie müssen wir unten mit dem Heizraum was machen. Vielleicht ganz sicher, was sein soll. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Nein, ist bestimmt ziemlich kalt. Hallo, steck deine Hand mal rein. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Können Sie mir etwas über den Friedhof des Sanatoriums erzählen? Ich arbeite jetzt seit fast 12 Jahren hier und weiß darüber so gut wie gar nichts. Hat er schon immer dem Sanatorium angehört? Soviel ich weiß, ja. Wir benutzen ihn heute nicht mehr für Beerdigungen. Viele Patienten verbrachten ihr ganzes Leben hier. Und wenn sie starben, wurden sie hinter dem Sanatorium bestattet. Was war das gerade? Aber das war lange, bevor ich hierher kam. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Und? Ich brauche hier etwas mehr Zeit, ohne beobachtet zu werden. Können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich möchte im Schloss anrufen, um zu sehen, ob sich in Bezug auf Robert etwas getan hat. Wenn Sie mir zeigen würden, wo ich das Telefon finde... Tut mir leid, ich darf Sie nicht hineinlassen. Aber ich könnte selbst anrufen. Na schön, hier ist die Nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht. Sie steht in unserem Telefonverzeichnis. Warten Sie hier. Ja, geh weg. Hau ab. Ja. So, das muss ich schnell machen, bevor sie zurückkommt. Jetzt müsste der Timer laufen. Dim. So, also wir dürfen da nicht durch. Wir können aber hier durch. Wir können jetzt nicht genau hingucken. Was? White Moon Walls. Okay. Hier haben wir eine Vase.
Wir haben... Das Etikett sagt mir nichts. Dann nimm es mit, sieht aus wie Bier. Der Schrank ist abgeschlossen. Was haben wir denn mitgenommen? Moment. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Moment. Entschuldigung. Oh, gleich mal genießt. Auf der Unter... Ein Schlitz. Wir kriegen da wieder eine Münze. Sie enthält einige... Diese Münzen. So, was machen wir damit? Die Münze passt perfekt in den Schlitz im Boden. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Der Schlitz im Boden und dann... Das ist immer so ein Sanatorium. Das wirst du alles dann noch rückgängig machen. Was ist das? Biphenol. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Vielleicht ein krampflinderndes Mittel. Wer weiß? Ich bin kein Mediziner, also bitte auch nicht mich fragen. Amobarbital. Ein starkes Beruhigungsmittel. Das hab ich schon mal gehört. Damit kann man jemanden für einen ganzen Tag einschläfern. Geil, nehmen wir. Das ist... Müssen wir uns Bier mischen, bestimmt. Mit der Spritze. Nasentropfen. Eigentlich nicht das, wonach ich suche. Cantropin. Lindert Kopfschmerzen. Oh, das ich habe noch genug eigene Pillen. Ist das Cantropin, was wir haben? Und die zweite Seite dürfen wir nicht aufmachen, weil die Flasche im Weg steht. Das ist auch nicht möglich. So, können wir jetzt zurückgehen ohne das... Aber wir haben jetzt den Schlüssel noch, oder? Oh, der Junge. Der Junge. Es hat eine Weile gedauert. So spät am Abend ging niemand mehr ans Telefon. Zum Glück. Kein Problem. Haben Sie etwas über Robert erfahren? Mr. Gordon ist leider noch nicht zurückgekehrt. Ich verstehe. Danke für Ihre Mühe. Der arme Bates bestimmt. Nee, der, warte mal, der kann nach das Hause war alles. Gehen. Danke. Das heißt, im Schloss ist wer zurzeit? Stimmt eigentlich, wer ist eigentlich im Schloss, wenn's... Moment. Der Morris wohnt dort, aber der ist nicht im Schloss. Das heißt, zurzeit ist die Victoria nachts alleine im Schloss? Weil wenn ich mich recht entsinne... Ach nee, mal, hieß das, Bates kann seine Arbeit hinterlegen oder hieß es, Bates kann nach Hause gehen? Ah, shit, ich kann ja bis dahin nicht mehr das, den Wortlaut im Ohr. So, wir haben dieses... Die Münze nicht gebraucht, sehr geil. Amobarbital. Ich wette, er will dieses Zeug nicht einzeln hier reinkippen in das Bier. Sondern mit der Spritze. Richtig? Ich habe etwas davon verschüttet, aber jetzt ist die Spritze voller Amobarbital. Oh je. Samiva. Ich gebe ihm eine volle Dosis, damit es schnell wirkt. Das Lustige an der ganzen Sache ist... Jetzt muss er es nur noch trinken. Das kriegen wir ihn schon dazu. Also, es sei es darum, dass ich mal wieder was nicht kapiert habe, aber... Wie kommt er vermaledeit auf die Idee, dass es von unten besser ist einzubrechen? Es kann auch einfach nur ein abgeschlossener kleiner Raum sein von außen, mit dem Heizkessel drin. Ich weiß nicht, soll das jetzt damit der Einbruch sein, weil... Soll man damit irgendwie die Heizung regeln? So, dann werden wir einfach mal klopfen und mal schauen, ob er aufmacht. Und ihm sagen, hey, trink mal ein kühles Bier. Vielleicht ist ihm nicht kalt genug, muss man noch kühl lagern. Springpulver. Es geht auf und er stand da. Deswegen passt es in so einen breiten Türrahmen. Sie schon wieder? Kann ich mit Ihnen sprechen? Was wissen Sie über den Friedhof hinter dem Sanatorium? Na ja, ist halt ein Friedhof. Werden dort Patienten begraben? Nee, nicht mehr. Aber ich würde da nicht hingehen. Besonders nicht um diese Zeit. Ich war schon. Ich bin kein Feigling, aber man weiß ja nie. Wovor sollte ich Ihrer Meinung nach Angst haben? Auf keinem Friedhof sollte man um Mitternacht spazieren gehen. Besonders nicht auf diesem. Haben Sie eine Ahnung, wer da alles liegt? Nee, Wahnsinnige, Besessene, Irre und. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Gehen Sie, wohin Sie wollen.
Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Nimmt ihr ein Bier mit? Nimmt ihr ein Bier mit? Ich sage, ihr nehmt ihr ein Bier mit. Ich muss ihm... Habe ich Ihnen nicht einfach sagen können? Hier, nimm ein Bier. Ich kann ihn... Okay, wir müssen uns erinnern, haben wir irgendwann mal irgendwo einen Gegenstand gesehen, der länglich ist, den man dafür nutzen kann, um irgendwas hier... den Ziegelstein rauszuhebeln? Aber... Ach, guck mal. Oh, diese... Oh, diese... Fuck. Was macht der Hammer auf dem Dach? Das klingt so eine Fernsehsendung. Okay, wir müssen irgendwie das hier heiser machen. Das Thermostat irgendwie manipulieren. Oder die Ventilation, damit es ihm warm wird, damit er das Bier trinkt. Richtig, so ist der Plan. Was zum Teufel machen Sie da? Weg von dem Fenster! Sie bewegt sich nicht. Muss ich das machen, während er es gerade reinsteckt? Ton warten? Ja. So. Das muss der Thermostat sein, der die Temperatur der Raumluft reguliert. Ich sehe gar keine Regler. Ich komme nicht dran. Ach, da haben wir uns wieder ein Just Use One Times Hammer. Irgendwas reintun. Ich komme nicht ran. Nimm uns das. Ist ziemlich. Ja, du mit deinem Geld. Machen es noch wärmer. Ich komme nicht rein. Ich brauche so was Längliches noch. Den Hammer, der ja schon wieder. Moment, aber die Stange, die ich schon gerade rausgenommen habe, kann ich doch bestimmt mitnehmen, oder? Ach, Junge. Ach, Jochen. Na gut, wir werden das nächste Mal sehen, welcher längliche Gegenstand uns hierbei wirklich hilft, um weiterzukommen. Muss nur absuchen, wo der herkommt. Denken wir noch in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.